Moin Leute, es gibt was Neues aus dem Hause Leica, genau genommen von der M, und zwar die M10R. Die M10R ist im Grunde genommen eine M10P, also mit allem, was sie da so hat, außer dass sie einen neuen Sensor hat. Der neue Sensor, der hat jetzt 40 Megapixel. Ja, und im ersten Moment dachte ich so, boah, nett. Kann man mal machen, muss man aber nicht. Aber dann habe ich so ein bisschen überlegt und dachte mir, Mensch, irgendwas müssen die sich dabei ja gedacht haben. Es ist ja so, der Sensor ist im Grunde genommen das Herzstück der Kamera und mitentscheidend natürlich, was das Thema Bildqualität angeht. Da geht es also nicht nur rein um die Auflösung, das heißt mehr Megapixel, mehr Details, sondern es geht vor allem auch um das Thema Dynamik und Rauschverhalten. Und da muss man ganz einfach sagen, dass der 24-Megapixel-Sensor aus der M10 natürlich mittlerweile, ich weiß nicht, wie alt er ist, irgendwie 3 Jahre oder so oder 3,5, hat sie langsam auf dem Puckel. Und da ist vielleicht so ein Upgrade gar nicht so verkehrt, denn was so Dynamik angeht und auch das Rauschverhalten, da war die M10 natürlich nicht immer in der allerersten Reihe dabei. Ja, das sind also die Punkte, auf die ich mich in erster Linie jetzt mal konzentrieren will. Ich habe mir außerdem hier ein Aposomicron 50 mm ausgeliehen. Das gehört ja bekanntermaßen mit zu den besten Objektiven der Welt. Das heißt, damit kann der Sensor mal zeigen, was er kann. Ich habe zum Vergleich auch noch meine M10 dabei. Das ist die Ur-M10, nicht die P. Aber ist im Grunde genommen vom Sensor her das gleiche wie die MP, um da einfach mal ein paar Vergleichsbilder zu machen. Ja, und ich würde jetzt einfach mal gleich lostapern hier in Hafen. Boah, mal so ein bisschen gucken. Wir haben etwas wechselhafte Bewölkung. Das heißt, die Sonne kommt mal raus. Also genug Möglichkeit, um mal ein bisschen Dynamik zu testen. Ich werde ein bisschen länger bleiben, bis es dunkel wird, um dann vielleicht auch noch mal ein paar High-ISO-Bilder zu machen. Ja, ein Punkt fällt mir noch ein. Eine kleine Neuerung gibt es. Die Kamera kann jetzt bis zu 16 Minuten lang belichten. Ja, schon lange, oder? 16 ist vielleicht ein bisschen übertrieben, vielleicht ein bisschen sehr viel. Aber wer Langzeitbelichtung macht, der weiß, eine, zwei, drei oder vier Minuten zu haben, ist manchmal gar nicht so schlecht. Und damals, als die Kameras maximal 30 Sekunden hatten, das war ein bisschen wenig. 16 Minuten, ja, wie immer, haben ist besser als brauchen. Aber ich gehe jetzt erstmal ein bisschen fotografieren. Und dann sehen wir uns später am Rechner wieder, um uns die Bilder mal ein bisschen aus der Nähe zu betrachten. Zurück von meinem kleinen Fotowalk gestern Abend mit der M10R im Hamburger Hafen. Zwei Kumpels kamen noch vorbei, das war ganz praktisch. Da konnte ich den Philipp zumindest mal ein bisschen auf seinem Moped fotografieren, um so ein paar Porträts zu machen. Ansonsten habe ich halt in erster Linie mehr so Testbilder gemacht, um mal so ein bisschen zu gucken, was der Sensor kam. Kleiner Hinweis: die Kamera ist zwar final, aber die Software noch nicht. Das kann also sein, dass sich da zur Auslieferung noch mal ein klein bisschen was dran tut. Muss ich natürlich sagen und erwähnen, denn es kann ja durchaus sein, dass es da noch mal zu kleinen, winzigen Unstimmigkeiten kommt. An der Stelle auch mal ein dickes Dank an Meisterkamera, die es ermöglicht haben, dass ich diese Kamera also schon kurz vor dem Start mal ein wenig begutachten konnte. Ja, gut, was ist jetzt bei der ganzen Geschichte herausgekommen? Also zunächst mal, es handelt sich hier wirklich um eine reinrassige M10. Das heißt, wer die M10 kennt, der wird sich hier auch sofort zu Hause fühlen. Ich persönlich finde ja, dass die M ja eigentlich die schönste Kamera der Welt ist. Das ist so der, das ist der Prototyp einer Kamera, das ist der Urtyp einer Kamera. Also das ist, schöner geht's eigentlich gar nicht. Und vor allem hier, meine persönliche Lieblingskombi ist ja meine M10 mit dem Black Chrome
Summilux. Ich habe mir ja meine Kamera sogar gravieren lassen. Also insofern, ich bin echt ein großer M10-Fan. Ja, und jetzt das Update mit den 40 Megapixeln. Die Kamera fühlt sich genauso an wie jede M10 vorher auch. Aber schauen wir uns mal die Ergebnisse an. Ich habe ein bisschen fotografiert und auch immer versucht, ein Vergleichsbild mit der Ur-M10, also mit meiner und der M10R zu machen. Habe dabei auch eigentlich immer versucht, das gleiche Objektiv zu verwenden. Gut, starten wir mal hier mit einer ganz simplen Detailaufnahme. Auf der linken Seite, jetzt muss ich selber gerade nochmal gucken, was ist denn hier? Ich glaube, links ist die M10, also die rot umrandeten Bilder, das ist die M10, gelb umrandet ist die M10R. So, und hier habe ich einfach mal diesen Poller fotografiert. Was man auf Anhieb sieht, ist, dass die Farben so ein ganz bisschen unterschiedlich sind. Offensichtlich habe ich hier so einen ganz leichten Unterschied in der Blende gehabt. Das soll uns aber nicht weiter interessieren. Was mich natürlich interessiert, ist, wie es im Detail aussieht. So, und auf der rechten Seite sieht man natürlich, wenn ich jetzt auf 100% ranzoome, da habe ich ordentlich Reserve in der M10R, also 24 Megapixel zu 40, da habe ich halt, ich kann es gar nicht ausrechnen, aber irgendwie so 50-60% mehr Pixel und damit natürlich dann auch Crop-Reserve und das sieht man dann auch hier. Ob man das braucht, ist natürlich immer relativ, das muss jeder selber entscheiden. Dann kommen wir aber mal zu dem wirklich spannenden Teil und das ist meiner Meinung nach die Dynamik. So, als erstes habe ich hier mal, ich hatte ein bisschen Sonne, ein bisschen Wolken und so und das ist hier das Bild, links auch wieder die M10, rechts die M10R. Hier sieht man auf den ersten Blick erstmal gar nichts. Jetzt müssen wir mal so ein bisschen in die Bearbeitung reingehen und ich fange mal an mit dem M10-Bild und ja, schalte jetzt mal hier die Überbelichtungswarnung ein mit J. Die Überbelichtung hier, die ist nicht so krass, also die Kamera hat hier auch tendenziell eher ein bisschen dunkel belichtet, was jetzt aber interessant ist, was passiert, wenn ich das Ganze hochziehe, beziehungsweise wenn ich die Tiefen hier hochziehe, um das Gebäude im Vordergrund rauszuarbeiten und die Lichter ein bisschen runterziehe. Ja, und ich muss sagen, da macht sich die M10 gar nicht so schlecht. Jetzt nehmen wir mal das Bild von der M10R. Auch hier ein bisschen die Lichter runter. Da liegt natürlich immer ein kleiner Versatz drin zeitlich, weil ich immer das Objektiv wechseln musste. Ja, und wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, so auf den ersten Blick, wenn ich mir das so angucke hier, ist jetzt nicht so der riesige Unterschied. So ein ganz bisschen in der Farbwiedergabe, aber ja, würde ich sagen, auf den ersten Blick nicht so dolle. Interessant wird es jetzt hier, wo ich wirklich eine extreme Überbelichtung im Hintergrund habe. Also hier auch wieder M10 und M10R sehen auf den ersten Blick erstmal weitestgehend identisch aus. So, und hier gehe ich jetzt mal in die Bearbeitung rein. Die Überbelichtungswarnung muss ich mal ausmachen. Das ist M10. So, wenn ich hier jetzt einfach mal die Belichtung runterziehe, um zu schauen, was hier oben in den Lichtern bzw. hier in den überbelichteten Bereich passiert, dann sieht man, da ist nicht wirklich viel zu holen. Also ja, die M10, die ist halt ein bisschen anfällig gegen extreme Überbelichtung. Also hier, da ist nicht mehr so viel Detail drin. Und das gucken wir uns jetzt mal bei der M10R an. Jetzt ziehe ich hier mal die Belichtung runter und da sieht man sofort, hier kommen Wolkenstrukturen zum Vorschein. Hier kommen Details, hier kommen sogar Farben zum Vorschein. Also das ist hier so ein Bild, wo ich dann gesagt habe, oh, wow, ja, Dynamik, da ist schon einiges drin. Also insgesamt kann man, glaube ich, sagen, dass die M10R vor allem in den Lichtern mit der Dynamik punktet. Was die Tiefen angeht, das ist bei der M10 eigentlich auch kein Problem. Also wenn man hier Tiefen so ein bisschen hochzieht, da hat man im Normalfall auch Reserven. Aber man merkt es halt extrem in den Lichtern und deshalb auch mein Tipp. Also wenn ihr da so ein bisschen auf der Kippe seid mit der Belichtung, lieber einen kleinen Tick unterbelichten, weil die Tiefen hochholen ist grundsätzlich einfacher, als die Lichter wieder runterzudrücken. Nächstes Thema ISO. So, ich fange mal an, hier
Muss man mal gucken, wo sind wir denn hier? ISO 6400, ganz ehrlich, alles da drunter, 3200 und so. ISO 1600, das ist auch alles schon mit der M10 alles jetzt kein Riesenthema gewesen. Also da mache ich mir keine großartigen Sorgen. Die Bilder sind übrigens weitestgehend unbearbeitet. Es sind DNG-Dateien. Was man vielleicht dazu sagen muss, es gibt natürlich für Lightroom und auch Capture One noch keine angepassten Kameraprofile. Das heißt, ich habe das hier in Lightroom geladen und der nimmt da wahrscheinlich irgendein Standardprofil. Das kann natürlich sein, dass da auch mit der Zeit, mit dem Update von den Bildbearbeitungsprogrammen, dann nochmal, ja, da eine Verbesserung eintritt. Aber schauen wir mal. Auf der linken Seite haben wir wieder die M10, rechts die M10R. Ja, auch hier fällt auf Anhieb wieder so ein kleiner Unterschied in der Farbdarstellung auf. Das ist jetzt nicht weiter dramatisch, aber jetzt gucken wir doch mal, was das Rauschen angeht. Vor allem hier oben so im Himmel. Ja, links die M10, rechts die M10R. Und ich muss sagen, da schlägt sich die M10 gar nicht so schlecht, beziehungsweise sehe ich hier auf Anhieb nicht, dass die M10 eher deutlich besser ist. Also was man sagen kann, sie hat natürlich mehr Pixel, sie hat natürlich mehr Auflösung. Dadurch, ja, das muss ich natürlich kompensieren, dadurch ist halt weniger Platz auf dem Sensor, beziehungsweise pro Pixel ist halt weniger Platz. Insofern würde ich sagen, ist das hier ja, fast gleich auf. Ja, wenn ich es ganz aus dem Bauch heraus entscheiden soll, würde ich sogar sagen, dass das Rauschen bei der M10 ein klein wenig geringer ausfällt. Gucken wir mal eine ISO-Stufe darüber. Das hier, das ist, jetzt müssen wir gerade gucken, das ist ISO 12500. Auch wieder links, rechts, links M10, rechts die M10R. Sieht man mittlerweile schon an den Farben, am Blau im Himmel. So, und ja, hier zoomen wir jetzt auch mal rein. Ja, und was auf Anhieb auffällt, ist, dass auf der rechten Seite das Rauschen ein bisschen, also ich würde nicht sagen, dass es gröber unbedingt ist, aber es ist ein bisschen präsenter, also es ist ein bisschen kontrastreicher. Also da sieht man schon, dass die M10R dann wahrscheinlich doch ein klein wenig mit der, ja, Sensorgröße, ich sag mal in Anführungszeichen, zu kämpfen hat. Wie gesagt, für die M10 ist aber auch schon optimiertes Profil in Lightroom, für die M10R noch nicht und naja, Vorserie. Ja, das sind eigentlich so die Hauptpunkte, wo ich sage, daraufhin wollte ich den Sensor eigentlich mal untersuchen. Also Details ist natürlich klar, der Gewinn durch die 40 Megapixel, der geht nach oben. Dann Dynamik, auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Pluspunkt für die M10R. Und ISO, würde ich sagen, ist sie nicht unbedingt besser geworden, also eher mit der Tendenz leicht schlechter, was man dann aber auch wieder so ein bisschen der Auflösung schulden muss. Was ich dann noch sagen muss, die Kamera ist ein klein bisschen langsamer geworden, was einfach daran liegt, dass natürlich die Dateien größer sind, aber der Prozessor der gleiche geworden ist. Also der Puffer ist auch ein klein bisschen schneller voll, was für mich persönlich jetzt aber kein größeres Problem ist. So, dann möchte ich noch mal hier zurückgehen. Ich habe dann auch noch mal hier ein Testbild gemacht mit dem Summilux. Das 50er Summilux ist ja bekanntlich so mein Lieblingsobjektiv. Das ist aber nicht ganz so extrem, ja, hochauflösend wie das Summicron. Also ich habe ja hier einmal Summicron und einmal Summilux, Blende 1.4 zu Blende 2.0. Und was mich natürlich interessiert hat, kommt das, beziehungsweise kann das Summilux auch die höhere Auflösung bedienen. Und hier habe ich jetzt mal ein Bild gemacht mit der M10R mit dem Summilux. Und wenn wir da mal reinzoomen, dann sieht man, also Schärfe ist auf jeden Fall vorhanden. Was man aber auch sieht, ist, dass das Summilux halt nicht so diese extrem brutale Schärfe hat wie das Summicron. Ich habe leider von diesem Bild kein Vergleichsbild mit dem Summicron gemacht. Also da, sorry, Asche auf mein Haupt, aber das müsst ihr mir einfach glauben. Das Summicron löst halt einfach nochmal eine Nuance höher auf, ist nochmal ein bisschen detailreicher. Nichtsdestotrotz kann man meiner Meinung nach mit dem Summilux an der M10R auch
wunderbar fotografieren. So, ich würde sagen, das Bild, das bearbeiten wir jetzt einfach mal so ein bisschen und machen dann auch gleich mal ein klein wenig Werbung für meine Presets. Der Philipp wird es wahrscheinlich hassen, dass ich hier das Bild nehme und nicht das, wo er die Sonnenbrille auf hat. Der hat nämlich den ganzen Tag gearbeitet. So, da kommt mal ein bisschen Farbe rein mit dem Preset und dann, ja, dann nehmen wir das hier mal noch. Da hauen wir auch mal was drauf. Ein bisschen hier den Badass-Look. Und dann sollte das auch reichen. Haben wir genug Werbung gemacht für meine Presets. Sind natürlich unter dem Video verlinkt. Preislich liegt die M10R bei 7.990 Euro. Das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen, denn bei Leica Preise diskutieren ist eh sinnlos. Also entweder man hat das Geld und man will es sich und kann es sich leisten oder nicht. Zum Vergleich möchte ich aber mal sagen, die Uhr M10, so wie ich sie damals gekauft habe, die hat 6.500 Euro gekostet. Also da hat sich jetzt mittlerweile schon einiges getan, was den Preis angeht. Ja, kommen wir eher mal jetzt zum Fazit, beziehungsweise so ein bisschen zu der Sinnfrage. Ihr habt das ja gesehen, der Hauptunterschied ist natürlich die höhere Auflösung, die Details und natürlich die Dynamik. Jemand, der eine M10 besitzt oder eine M10P, da würde ich sagen, lauft nicht wie ein aufgescheuchtes Huhn zum Händler und tauscht gleich eure Kamera aus. Ihr fahrt immer noch super mit der ganz normalen M10 oder der M10P. Wenn ihr noch keine M habt oder eine M10 und euch eine neue kaufen wollt, dann kann es durchaus sinnvoll sein, sich das aktuelle Modell zu kaufen. Die höhere Auflösung und die höhere Dynamik ist mit Sicherheit nicht schlecht. Das mit der Dynamik muss man natürlich auch immer so ein bisschen im Kontext sehen und schauen, wo man fotografiert. Also viele der Bilder, die ich bei meinen Testaufnahmen gemacht habe, da kam das dann aber auch nicht so extrem zum Tragen. Das heißt, diesen Dynamikunterschied bzw. den Vorteil, den sieht man auch erst, wenn man halt auch wirklich krass gegen die Sonne fotografiert, also gegen das Licht und dann dort nochmal so ein paar Details herausarbeiten will. Ja, insgesamt kann man halt nur sagen, eine M kauft man aus dem Bauch heraus. Mit der M zu fotografieren ist halt ein ganz spezielles Fotografiergefühl. Das hat nichts mit Vernunft zu tun. Eine M kann man auch nicht in einer Excel-Tabelle mit Funktionen mit anderen Kameras vergleichen. Das funktioniert alles nicht. Also die Kamera, die muss man in die Hand nehmen. Und ich habe das einfach gestern wieder gemerkt, als ich die Bilder gemacht habe. Es macht halt einfach Spaß, mit dieser Kamera zu fotografieren. Die liegt so toll in der Hand. Also das ist, es ist einfach Zucker. Ob es dann die M10R sein muss, ja, das müsst ihr einfach selber entscheiden. Oder auch eine M10, vielleicht auch eine gebrauchte M240. Das Schöne an den M-Kameras ist ja ganz einfach, dass sie extrem wertstabil sind und ich glaube momentan auch gar nicht so einfach auf dem Gebrauchtmarkt zu haben. Also der ganze Analogbereich, der ist weg, der ist quasi leer gekauft. Also für eine M6 muss man mittlerweile 2.000 Euro auf den Tisch legen. Ich habe meine noch für unter 1.000 gekauft. M240 gar nicht so viel am Markt zu haben. Ich weiß nicht, wie es mit M10 aussieht, aber ich kann mir vorstellen, die Ur-M10 hier, wie ich sie einfach mal nenne, ist auch schwer zu kriegen. Also die Leute, die halten die fest. Das heißt, das Schöne ist, so eine M-Kamera, die kauft man sich auch und dann hat man da auch sehr, sehr viele Jahre etwas von. Also ich habe mir die M10 gekauft, als die damals rauskam. Und ja, seitdem habe ich mir keine neue Fotokamera gekauft. Okay. Die Q2 zwischendurch noch, aber ich habe diese Kamera nicht aktualisiert und das ist jetzt irgendwie 3,5 Jahre her oder so. Also insofern kann ich nur sagen, M ist halt immer was ganz, ganz Spezielles. Letztendlich geht zum Händler, schaut sie euch an, probiert es einfach aus. Wenn ihr noch nie eine M in der Hand hattet, dann müsst ihr das einfach mal, ja, müsst ihr einfach mal tun. Wenn ihr bereits eine M habt, dann ja, leiht euch die M10R vielleicht mal aus. Guckt euch das mal an, ob das einen Vorteil für euch bringt. Ja, und ansonsten bin ich eigentlich durch hier mit meinen Notizen. Ja, ich finde wieder kein Ende. Tschüss.